Hey Freunde und willkommen zurück zu diesem neuen Video in Fortnite. Mein Name ist Swiss und zwar will ich heute mit euch gemeinsam das Season 5 Video starten, beziehungsweise ich möchte mir mit euch Season 5 mal angucken, was Erneuerungen in Battle Royale und in Rettet die Welt gibt. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache so ein kleines Live-Reaction-Video, gucken uns alles gemeinsam zusammen an. Der eine oder andere ist vielleicht im Urlaub und weiß noch nicht, was in Season 5 so momentan freigeschaltet worden ist. Deswegen habe ich auch noch ein Live-Video gemacht dazu, beziehungsweise ein Update-Video. Und dann jetzt noch dieses Live-Video und ich hoffe, es gefällt euch. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das so findet und wie ihr bis jetzt Season 5 findet und das Update 5.0. Ich würde sagen, an der Stelle viel Spaß, Leute, und bis gleich. Okay, Freunde, ich kann es jetzt wirklich kaum erwarten, was auf uns in Season 5 zugekommen ist, auch in Battle Royale und Rette die Welt. Aber Freunde, wir gehen auf jeden Fall zuerst in Rette die Welt rein, weil ich habe da was erfahren, dass wir einen neuen Skillbaum bekommen haben. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt, was jetzt hier alles ist. Wir gehen erstmal auf Event, Freunde. Alter, krass. Ärger am Horizont, okay. Das ist hier Hordenherausforderung 3. Dann bekommen wir hier auf jeden Fall eine Heldin auf Episch und dann auf Legendär auch noch. Nice, gut. Was gibt es als zweites, dritte? Okay, das gehört alles hier so mit dazu praktisch. Wir haben 5 Auftragsseiten. Hier können wir zu... Oha. Das ist heftig, Freunde. Okay. Was gibt es noch? Seite 2. Dann kommen die Seite 3. Dann können wir sie auf Legendär freischalten, die Helden. Ich glaube, das sind Banner-Symbole. Ja, das sind Banner-Symbole, Freunde. Bei Neuigkeiten haben wir hier verbesserte Fähigkeiten, das habe ich ja im Update-Video vorgestellt. Die Fähigkeiten wurden ausbalanciert und so mehr an die Waffen und Fallen anderer Schadensquellen vielseitigen Gegenständen angeglichen. Wildwestenhelden und Roadtrip jetzt verfügbar, macht einen Abstech in die Wüste und fordert die Horde im neuen Roadtrip-Event heraus. Echt coole Sache. So, Fertigkeitenbaum 4. Ein neuer Fertigkeitenbaum wurde hinzugefügt, Freunde, und zwar Horde. Alter Falter. Ein Ressourcen-Startpaket, um dein Vorbereitungsgebiet weiterzuentwickeln. LOL, Alter. Machen wir mal auf Erwerben. Jetzt bekommen wir was. Okay, Auftrag abgeschlossen. Schön. 100 Roadtrip-Tickets. Schöne Sache. Was brauche ich? Ah, ich brauche solche Dinger hier. 16 Hordenpunkte. Ich hab 16 Stück. LOL. Alles klar. Das ist die zweite Herausforderung. Ich schalte mal einfach mal die Herausforderungen frei. So. Das hat, glaube ich, damit was zu tun, weil ich in Twin Peaks bin. Das wurde ja, glaube ich, so erwähnt, dass man alles schon freischaltet. Das meiste zumindest. Was ist das hier? Gewährt zu sich Holzressourcen. Okay, machen wir mal hier das auch. Dann Steine können wir gebrauchen, Freunde. Vergrößert dein Vorbereitungsgebiet horizontal. Können wir auch so lassen. Schöne Sache. Machen wir das hier auch mal ein bisschen hier noch weiter. Okay, also auf jeden Fall haben wir einen neuen Fertigkeitenbaum, den wir leveln können für den Hordenmodus. Den werde ich mir später mal genauer ansehen. Dann, Freunde, gehen wir auf Beute. Alter, legendäre Trollschatzlamas. 20 Stück. Das wird ein neues Unboxing. Das wird sowas von ein neues Unboxing für euch. Nice. Krasse Sache, Freunde. Hier habe ich einen Lama. So viele Pinatas kannst du noch öffnen. Ah, nice. Ah, aber meine... Mini-Lamas sind weg, Freunde. Lul, Alter. Die gesammelten Mini-Lamas sind leider weg. Ich habe mir extra welche gespart, um zu gucken, ob das Season-Gold weg ist. Okay, da habe ich jetzt Pech gehabt. Ist jetzt nicht so schlimm. Oh, ich krieg was Legendäres. Coole Sache. Was kriege ich denn da? Ach, ich habe die Flüstern noch gar nicht auf Gold. Die werde ich mir jetzt mir sowas von gönnen. Nice, jetzt habe ich sie mir noch gesichert. Schnieke Sache. Jetzt habe ich wirklich alles vom Blockbuster-Event. Es ist eine Falle. Okay, auf jeden Fall haben wir hier 20... legendäre Trollschatzlamas, die wir im nächsten Video öffnen werden, Freunde. Und hier, ach, das Season Gold ist geblieben, Freunde. Gott sei Dank. Ich glaube, dass die meisten werden sich darüber freuen. Wir haben hier einmal Skizze Kupferverdrescher. Sieht auf jeden Fall mega, mega nice aus. Was haben wir noch? LOL, Alter, wir können den mythischen Schwertmeister Ken kaufen. Okay, Freunde, da gebe ich euch aber keine Empfehlung. Es ist wirklich kein guter Ninja. Er hat zwar einen guten Boni. Erhöht den Schaden von Schwertern, Äxten und Sensen um 12%. Den werde ich mir wahrscheinlich aus der Sammlung noch ziehen, habe ich ja genug Kraftquellen. Aber so an sich selbst den Ninja zu spielen, ist nicht so der Burner. Außer ich verwechsel ihn gerade. Ich glaube, ich verwechsel ihn.
Erhöht den Schwertschaden von legendären Klingen um weitere 25%. Ah ja, alles klar. Okay, wir haben anscheinend kein Vorteil Plus und Vorteil Fix drin. Oder vergucke ich mich gerade? Doch, hier ist es... Nee, Quatsch. Das ist gar nicht drin. Ist, glaube ich... Wird glaube ich, noch aktualisiert. Bin mir jetzt nicht so sicher. Auf jeden Fall fehlt das Vorteil Fix und Vorteil Plus, was ich mir jetzt eigentlich kaufen wollte damit. Aber gut, gut, gut. Ist jetzt nicht so wild. Mal gucken bei Aufträge, was wir hier haben. 150 Tickets, 100 Vorteil Fix. Alles klar. Haben wir hier alles Besondere schon da. Schließe Sturmschild... Okay, das ist Sturmschildverteidigung. Herausforderungen gibt es keine mehr, aber tägliche Aufträge. Okay, das sind alle gleich geblieben. Schöne Sache. Ja, okay, das ist jetzt, glaube ich, alles, was wir jetzt in Rette die Welt neu haben. Gut, in-game müssen wir uns halt das noch angucken, wie das Event. Mal auf der Karte. Wo ist denn der? Da ist der Hordenmodus, Freunde. Die Horde. Wenn ich da drauf gehe, habe ich hier, baue eine dauerhafte Festung, die du während einer Hordenherausforderung nutzen kannst. Weiß nicht, ob das Singleplayer ist. Weiß ich nicht. Das werde ich nachher mal probieren. Aber auf jeden Fall bin ich da echt gespannt. Also, bis jetzt bin ich echt mega gehypt auf die ganzen Sachen. Vor allem, Freunde, heftiges Zeug, was hier alles freigeschaltet worden ist oder was man noch freischalten kann. Das ist auf jeden Fall echt nice. Vor allem dieser Skillbaum, der interessiert mich am meisten. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz in Battle Royale rein, um zu gucken, was da alles jetzt noch drin ist. Wir haben auf jeden Fall hier 20 legendäre Troschas-Lamas, die ich in dem nächsten Video für euch öffnen werde. Ich würde sagen, gehen wir mal schnell Battle Royale. So, Freunde, wir sind in Battle Royale drin. Season 5 ist da. Wikinger-Schiffe, Wüsten-Außenposten und antike Statuen sind überall auf der Karte aufgetaucht. Hüpfe in den nächsten Allradkarren und erforsche alle neuen Orte. Dann haben wir Battle Pass Season 5. 100 Stufen, über 100 Belohnungen, neue Spielsachen, Outfits, Hängegleiter, Spitzhacken, Emotes und noch mehr. Ads erhält ihr für 59 V-Bucks. Dann haben wir hier noch mehr Spieltrieb. Fordere deine Freunde zu einer Party Golf oder Basketball heraus, indem du die Spielsachen nutzt, die du nur über den Battle Pass verfügbar sind. Wow, Alter. Was? Nee. Ah, coole Sache. Als besonderes Dankeschön für den Kauf des Battle Pass fängst du Season 5 mit 5 kostenlosen Stufen an. Nice. Bekommen wir die Sachen hier auch noch? Oh, Alter. Alles klar, Alter. Geile Sache. Nice, Alter. Wir haben Depp des Gentlemans freigeschaltet. Dann Drift und, ja gut, die Sprays interessieren mich jetzt nicht so. Oh, Leute, das sieht ja richtig episch aus. Alter, ist das geil. Der Spielwiesenmodus ist leider weg, kommt aber wieder, Freunde. Macht euch deswegen mal keine Sorgen. Lasst euch mal da überraschen. Alter, die haben das Design richtig mega, mega, mega nice gemacht. Battle Pass Season 5. Oha. Spiele für den Levelaufstieg deines Battle Pass. Je mehr du spielst, desto mehr Belohnungen verdienst du. Schließe wöchentlich Herausforderungen ab, um schnell im Level aufzusteigen. Verdiene. Okay, jetzt bin ich zu schnell durch. Alles klar. Jetzt sind die ganzen allgemeinen Infos. Wow. Also, das sieht schon mal interessanter aus, Leute. Wir bekommen hier erstmal diese zwei Skins. Richtig mega, mega nice Skins. Ich habe noch keine 59 V-Bucks. Werde ich mir später oder so machen. Mal gucken. Die 25 Stufen gibt es irgendwie nicht, oder? Ah, doch, hier. Für 2800 V-Bucks. Ah, muss ich mir noch überlegen, Freunde. Was haben wir hier als zweites? Oh, was ist das denn? Ballonhacke? Alles klar. Oh, das ist ein nice Backpack. Ja. Mach einen Dreipunktwurf. Alter, wie geil. Das ist ja mal geil. Dann bekommen wir noch 100 V-Bucks, Freunde. Boah, was? Rotstreifen, immer, Alter, mega geiler Skin, Alter, was ne geile Scheiße, oh, 200 V-Bucks auf einmal, auf dem Nacken, auf der dritten Seite schon, cool, was ist das, alles klar, du bist der Hammer, Alter, wie nice, Boxenstopper, es sieht aus, ja, das ist ein Erntewerkzeug, geil, Alter, und hier Golf, Alter, der Battle Pass hat schon was in sich, Leute. Was ist das? Pool Party? What the fuck? Lula, Alter, guckt euch das mal an, bitte, Leute. Was ist das für eine geile Scheiße, Alter? Oh, ja. Guckt euch mal den Gleiter an, Eroberer, Alter. Was eine geile Scheiße. Heftig. Das ist ein Ladebildschirm. Hier gibt es wieder 200 V-Bucks. Runen. Ah, krass. Okay. Okay, was gibt's noch weiter? Was ist das?
Alles klar. Wie heißt das? Kühl kalkuliert. Okay, schöne Sache. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Oh, der Skin sieht auch fresh aus. Gefällt mir. Oh, ein Wikinger-Schild. Nice. Noch mal ein paar V-Bucks hier. Und dann gibt's hier Glitch im System. Lol, krass, Alter. Heftig. Was ist das? Wischer, Alter. Nice. Ey, wie geil ist das denn, Freunde? Und hier, schicker Golfball. Okay, weiter geht's. Oh, der sieht mal richtig geil aus. Der erinnert mich sowas von Call of Duty, glaube ich, ja. Von irgendeinem besonderen Teil. Mir ist jetzt bloß der entgangen. Auf jeden Fall ist das ein richtig nicer Skin, Alter. Das ist nice. Eiskristalle, coole Sache. Rettung von oben, Leute, guckt euch mal diesen Gleiter an. Alter. Was haben wir hier? Schicker Strandball, nice. Dann bekommen wir Rook von der Schreibtischtäterin zur Agentin. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Was gibt's? Oh, was ist das? Alles klar, Breakdown, krasse Sache. Das sind echt krasse Emotes und Skins. Ragnarök, alles klar. Der kalte Vorbote des Schicksals, Teil des verbotenen Vorboten-Sets. Alter. Lol, der hat... Alter, guckt euch das mal an, wenn man den freigeschaltet bei 500.000 EP. Heftig, Alter. Also wenn man den Skin hat... Dann muss man 500.000 XP sammeln, von dann hat man den. Mit dem kompletten Anzug. Boah, das ist mega. Das ist mega, Freunde. Dann begibt sie wieder hier zusammen mit dem Battle Pass verfügbar. Okay, das sehe ich dann später. Wird noch enthüllt. Krass, Freunde. Alter, da kommt auf uns. Also, wir haben hier einiges neu. Da mache ich erstmal den Emoji wieder rein. Den neuen. Was habe ich noch so bekommen? Irgendwas Unnötiges, glaube ich. Ja, dieses Spray-Icon. Aber den Ladebildschirm will ich auf jeden Fall ändern. Weil Season 4 ist jetzt out, Freunde. So, wo haben wir denn hier? Da ist es. Also, das sieht auch mal mega nice aus. Machen wir gleich mal als Favorit und dann rein damit. Spitzhacke habe ich noch nichts. Werde ich mir wahrscheinlich noch freischalten lassen müssen. Auf jeden Fall, Freunde. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Reaction-Video. Ich hoffe, euch gefällt das. Auf uns kommt noch einiges zu. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt, Freunde. Ich würde sagen, ab hier bin ich raus. Denkt dran, Freunde, wir sind eine Community. Wir halten zusammen. Euer Wiz.